Hast du auch das Gefühl, der Druck wird immer stärker und größer? Machst du dir Sorgen um dich, um deine Kinder oder Enkel und ja, um unsere aller Zukunft? Dann habe ich etwas für dich, nämlich 5 oder eigentlich sind das sogar 6 Tipps, die dir helfen, Ängste und Spannung sofort zu lösen. Mein Name ist Angelika King und seit über 35 Jahren arbeite ich als Psychologin, Therapeutin, Coach, Mentorin und helfe Menschen, ihre Ängste und Blockaden zu lösen. Und dieses Video ist entstanden, weil ich vor einer Woche meine Fortbildungsgruppe zum Thema energetische Phänomene erkennen und behandeln können hatte. Und da machen wir am Anfang natürlich immer eine Runde. Wie geht es dir? Und hast du schon was angewandt? Oder die Teilnehmer machen ja auch selber diese Übung, erfahren sie auch selber, die ich vorstelle. Also ja, was für Auswirkungen hast du gemerkt? Oder wenn du sie angewandt hast schon mit Klienten, welche Ergebnisse gibt es da? Da gab es tolle Ergebnisse. Aber was für mich sehr eindrücklich war, war, dass es 2 Teilnehmerinnen gar nicht gut ging. Und die eine war so wütend über, also da war eine alte Wut einfach getriggert, so wütend über das, was gerade so abläuft. Und eine andere sagte, ich schaffe das im Moment ganz, ganz schwer, immer wieder in meine Mitte zu kommen und meine hohe Schwingung zu halten. Der Druck von außen, das ist so stark und das ist wirklich schwierig. Und das konnte ich gut nachvollziehen, weil ich auch so 2 so Tage hatte, in denen es mir so ging. Und dann gucke ich natürlich, welche Methoden, die ich selber so habe, helfen mir auch. Und ich habe jetzt eben diese Methoden für dich zusammengestellt oder diese Tipps für dich zusammengestellt und hoffe, dass die sehr hilfreich für dich sind. Und ja, wenn du sie machst, das ist natürlich die Voraussetzung, man muss die Methoden und Übungen machen. Wenn du sie machst und sie dir helfen, schreib doch mal im Kommentar, was dir besonders gut geholfen hat, da freue ich mich. Und vielleicht fällt dir jemand ein, wo du denkst, oh, die Person könnte es auch gut gebrauchen und dann leite das Video, bitte leite es weiter. Und teile es gern in den sozialen Medien. Und ja, wenn du meinen Kanal abonnieren möchtest, dann mach das gerne und klick auf die Glocke. Dann wirst du sofort informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Und das werde ich mit Sicherheit in nächster Zeit häufiger tun. Ja, schau dir jetzt die Tipps an und ich hoffe, sie sind eine gute Anregung für dich. Ja, und hier kommt schon der erste Tipp und der ist, gönn dir eine Medienpause. Ja, was ist damit gemeint? Schlicht und einfach, mach das Radio, mach den Fernseher aus, vermeide alle Mainstream-Medien wie ARD, ZDF, RTL und so weiter, alle Tageszeitungen, selbst die, die früher die kritischen waren und so manche Affäre und Wahrheit ans Licht gebracht haben, das war einmal. Aber nicht nur die Mainstream-Medien, auch bei den sogenannten alternativen Medien, auch da gibt es schwarze Schafe und manche Informationen sind mit Vorsicht zu genießen. Die Wahrheit, die es zu erfahren gibt und der es sich zu stellen gilt, die macht zwar frei, aber sie kann auch ganz schön shocking sein und wehtun. Und vor allem, sie kann Ängste und andere Emotionen in dir aktivieren und dich dadurch aus deiner inneren Balance bringen. Das Gute daran ist, dass du, wenn du merkst, da sind Themen in dir getriggert, dass du daran arbeiten kannst und das für dich lösen und heilen kannst. Wenn du das aber nicht tust, dann läufst du wie so ein angestochenes Schwein, hat man früher gesagt, dann läufst du rum mit diesen Themen, mit diesen Emotionen. Und das können sein Emotionen von Ohnmacht, Hilflosigkeit, Angst, Wut und vor allem ist das gerade auch die Angst, die sehr getriggert und ich persönlich denke auch ganz gezielt aktiviert wird, weil wenn Menschen in Angst sind, können sie viel leichter manipuliert und gesteuert werden. Also mein Appell, um wieder runterzufahren und auch keine Ängste in dir hochkommen zu lassen, triggern zu lassen oder überhaupt auch neu entstehen zu lassen, gönn dir eine Medienpause. Ich habe hier geschrieben und sei es nur 1 oder 2 Tage. Optimal wäre natürlich eine ganze Woche Auszeit und du wirst merken, wie dein System zur Ruhe kommt, wie es runterfährt und zur Ruhe kommt. Das Optimum wäre natürlich, wenn du es auch schaffst, dein Handy ganz beiseite zu legen oder auszuschalten oder zumindest ja, stundenweise auf Flugmodus zu stellen und alle Benachrichtigungen auszuschalten, damit du nicht permanent in Hab-Acht-Stellung bist, weil dieses Piepsignal oder wie immer dein Signalton dann ist, ertönt. Ja, aber ich weiß, das ist eine große Herausforderung, weil ganz viele Menschen sind handysüchtig, ohne dass sie es wissen. Und das, wie gesagt, wäre das Optimum.
Aber wenn du es schaffst, schon mal gar keine Nachrichten und so weiter zu schauen, herzlichen Glückwunsch. Der zweite Tipp mag dir vielleicht merkwürdig vorkommen, aber es ist einer meiner besten Tipps, die ich dir geben kann. Nämlich stell dir häufiger die Frage, wessen Gefühle sind das, wo gehört das hin? Es ist nämlich so, dass wir wie ein Radar sind und wie ein Schwamm oft die Gefühle und Stimmung anderer Menschen aufnehmen, ohne es überhaupt zu merken. Besonders wenn es um Gefühle geht, die plötzlich und wie aus dem Nichts aufgetaucht sind, halte inne und frage dich, wo du gewesen bist und was du kurz zuvor getan oder gedacht hast. Und dann stelle die Frage, oder die Fragen, es sind ja zwei, aber oft reicht die erste. Wessen Gefühle sind das? Wo gehören diese Gefühle hin? Oder wo gehört das hin? Ja, stell die Frage und lass dich überraschen, was geschieht. Vielleicht kennst du das Beispiel von mir. Ich habe es einmal erlebt. Da ging ich eine Treppe runter und so auf halber Höhe schoss plötzlich ein Schmerz in meinen Fuß. Und das war so schlimm, dass ich nicht weitergehen konnte. Und Gott sei Dank habe ich geistesgegenwärtig gefragt, wessen Schmerz ist das? Und dann habe ich gleich hinterher gesagt, und ich schicke diesen Schmerz, ich schicke das dahin zurück, wo das hergekommen ist. Und vielleicht wirst du es nicht glauben, aber ich habe es selbst erlebt. Der Schmerz war weg. Ich habe nur diese Frage gestellt und ja, ich habe dann noch dazu gesagt, ich schicke das sofort dahin zurück, wo es hingehört. Das musst du aber in der Regel gar nicht. Genauso ist das mit Emotionen. Wenn es nicht dein Gefühl war, dann wird es plötzlich wieder weg sein, wie aus dem Nichts aufgetaucht und wie aus dem Nichts weg, nur durch diese Frage. Wenn du aber merkst, ja, da ist noch was, sagen wir mal, du hast 100% war dieses Angstgefühl da und jetzt ist es viel, viel weniger geworden und vielleicht nur noch 20%, das ist dann deins. Und dann konnte diese anderen 80% andocken an dich, weil es gibt dieses Resonanzprinzip. Ja, und selbst wenn du keine Antwort bekommst, wie gesagt, wenn es nicht deine Gefühle waren, dann wirst du nach dem Aussprechen der Frage sofort einen Unterschied bemerken. Also, denk dran, wenn du plötzlich dich überkommen fühlst von einem Gefühl zu fragen, wessen Gefühl ist das oder wo gehört das hin? Und der Tipp Nummer 3, achte auf deine Gedanken. Ja, du könntest sagen, das ist ein alter Hut, das weiß man irgendwie. Und theoretisch ist das so, aber ganz praktisch ist das so, dass wir es in der Regel nicht tun. Und das äußerst wichtig ist, weil wir denken permanent. Und wenn wir jetzt permanent negative Gedanken denken, dann ist es sehr ungünstig, weil wir dann auch oft genau das ins Leben ziehen, was wir eigentlich gar nicht haben wollen, weil wir eben so negativ denken. Ja, vielleicht kennst du das Buch von Noah St. John, das heißt Erfolg ist kein Zufall. In dem beschreibt er sehr eindrücklich die Macht der Gedanken und stellt sein Modell der Affirmation vor. Ich fand das so faszinierend, dass ich einen Kurs dazu entwickelt habe. Den habe ich genannt, die Kunst, die richtigen Fragen zu stellen. Und wenn du also wissen willst, wie unser Verstand arbeitet und wie du seine Arbeitsweise nutzen kannst, um dein Leben nach deinen Wünschen zu gestalten, dann ist das der Kurs für dich. Da drin enthalten ist auch das Vier-Schritte-Programm, wie du selbstermächtigende Fragen stellst. Und ich verlinke dir den Kurs in der Videobeschreibung und du kannst ihn hier auch auf der Folie lesen. Der ist in meinem Shop zu erwerben und im Moment sehr, sehr günstig. Ich habe den Preis runtergesetzt, damit ganz viele sich den leisten können. Und der Tipp Nummer 4, schreibe dir alles von der Seele und notiere dir deine Gedanken, Träume und Ideen. Ich persönlich, ich liebe meine täglichen Morgenseiten, mit denen ich in den Tag starte. Oft sind das meine Träume oder auch Eingebungen der Nacht, die ich auf diese Weise notiere und später immer wieder kleine und auch größere Schätze darin finde. Aber eine andere Funktion der Morgenseiten ist, dass du sozusagen deine Gedanken entmüllst oder deinen Kopf entrümpelst, indem du einfach alles aufschreibst. Schreib es dir von der Seele. Ja, und vielleicht sind das nicht die Morgengedanken, vielleicht möchtest du eher abends dir alles von der Seele schreiben oder die Geschichten des Tages aufschreiben, verpackt in einem Tagebuch. Ja, und möglicherweise entdeckst du noch ganz andere Geschichten, die du erzählen möchtest. Und vielleicht wird ein ganzes Buch daraus, in dem du dein Wissen weitergibst und mit der Welt teilst. Also, fang an und schreib dir alles von der Seele. Der Tipp Nummer 5 lautet: Geh in die Stille und achte auf deine innere Stimme. Wann hast du dir zum letzten Mal einen Moment der Stille gegönnt?
Nicht nur, dass unser Verstand pausenlos schnattert, nein, oft umgeben wir uns gedankenlos mit Geräuschen. Es kann sein Radio, Fernseher, ein Video, was im Hintergrund läuft. All das lenkt uns von uns selbst ab. Multitasking, das Handy in Reichweite, immer auf dem Sprung sein und ja keine Minute ungenutzt lassen. Wenn dir das bekannt vorkommt, dann ist das Zeit, dir Raum für dich selbst zu nehmen und dir Momente der Ruhe und der Stille zu gönnen. Das kann sein, eine Mahlzeit ganz in Stille einzunehmen, ohne nebenbei die Mail zu checken, ohne nebenbei Radio zu hören, ganz in Stille dasitzen und deine Mahlzeit einnehmen. Du kannst auch einmal täglich eine Verabredung mit dir selbst machen und ja 5 oder auch 10 Minuten, in denen du einfach nur in Anführungszeichen, ne, in denen du einfach da sitzt und ganz bewusst auf deinen Atem oder deinen Körper achtest. Ja, vielleicht magst du das Video einmal anhalten und dich fragen, wo und wie könnte ich diese Momente in meinem Leben einrichten? Und dann mach dir Notizen und dann mach es auch. Richte dir diese Momente für dich ein, diese Momente der Stille. Ja, und der 6. und letzte Tipp für heute lautet, achte auf deine Erdung. Hierzu kannst du dich einfach auf deine Füße konzentrieren und spüre einmal, wie deine Füße den Boden berühren. Spüre beide Füße auf dem Boden und stell dir vor, wie du verbunden bist mit der Erde und dass Mutter Erde, wie die Schamanen sagen würden, dass Mutter Erde dich trägt. Als Mann stelle dir vor, wie zwischen deinen Beinen eine Erdungsschnur in die Erde hineinreicht und als Frau stelle dir diese weibliche Erdungsschnur vor, die wie ein Y von den Eierstöcken aus nach unten geht und in die Erde hineinwächst und immer tiefer und tiefer bis ins Zentrum der Erde. Weitere Möglichkeiten der Erdung: Geh so oft wie möglich spazieren, umarme einen Baum, vielleicht hast du einen Lieblingsbaum. Also ich habe immer meine Lieblingseichen an verschiedenen Plätzen, die ich dann besuche. Konzentriere dich auf deine Atmung, immer wieder zwischendurch, 1-2 Minuten, auf deine Füße, spüre, wie sie den Boden berühren. Und wenn du magst, dann schau dir einmal die Erdungs- und Zentrierungsübung an und mache sie natürlich auch. Dazu gibt es ein Video, das verlinke ich dir am Ende dieses Videos. Und dazu ein weiteres Video, in dem es darum geht, dass du dir deine Energie zurückholst. Die habe ich genannt Erdungs- und Zentrierungsübung. Wie gesagt, die findest du am Ende dieses Videos. Ja, ich gehe davon aus, dass es kein Zufall ist, dass du dieses Video entdeckt hast oder gerade dieses Video von mir schaust. Und ja, vielleicht ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, dich unterstützen zu lassen, wenn dich das auch so angreift, was gerade so im Außen passiert. Ich bin gerade dabei, eine Gruppe zusammenzustellen, eine Unterstützungsgruppe, die wird über 8 Wochen laufen. Und wenn dich das interessiert, dann ja, klick unten auf den Link. Ich stelle dir den Link rein in die Videobeschreibung. Und vielleicht ist das etwas für dich. Dann freue ich mich, melde dich bei mir. Und ja, dann sehen wir uns ganz bald. Also, alles Liebe und Gute. Bis dann, deine Angelika King. Ciao.